Programm Kunst und Spiele der Robert-Bosch-Stiftung hat es uns ermöglicht, gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften in den letzten 5 Jahren ein ganz neues frühkindliches ästhetisches Bildungsformat zu entwickeln, den Mini-Film-Club. Film literacy programs and film education play a very important role here at the Deutsches Film Institute and Film Museum. We focus on the aesthetics of film and empower children to participate culturally while allowing them to develop their own taste. With our mini film club, we bring even the smallest children into the museum and introduce them to film as an art form, one that they can connect to. Ja, das Besondere ist auf jeden Fall, dass eine Kultureinrichtung und eine Kita das Format Mini-Filmclub gemeinsam entwickelt haben. Wir sind auf dem Weg, Kulturkita zu werden, Kinokita, das heißt das Bewegtbild, die Geschichte des Bewegtbilds, aber auch der Film an sich ist in die Kita eingezogen. Und jeder bringt seine Expertise ein, wir die pädagogische und das Filminstitut natürlich die Erfahrungen zum Thema Filmbildung, die ja ganz reichhaltig ist. Der Vorhang soll aufgemacht werden und das Licht aus. Jeder Mini-Filmclub beginnt mit einer Fortbildung für die pädagogischen Fachkräfte. Die Kinder kommen an 7 Terminen hier ins Haus und sie schauen abstrakte Filme, Avantgarde-Filme, auch mal einen historischen Film. Im Anschluss arbeiten sie selbst kreativ, begeben sich sozusagen auf die Spuren der Filmemacher und dann gehen sie wieder ins Kino, sehen den Film erneut mit geschärfter Wahrnehmung. Kinder lieben es, diese abstrakten Filme zu sehen und vom Abstrakten ins Konkrete zu gehen. Das heißt, sie finden in einer animierten Tuschelinie plötzlich etwas aus ihrem Leben wieder. Der Mini-Film-Club hat sich bewährt, auch bei Kindern mit wenig Sprachkenntnissen, denn die Filme sind ohne Dialog und die Aktiveinheiten sprechen alle Sinne an. Es sind natürlich große Sachen, die sich verändert haben, wie der Kaleidoskopwald, der draußen hängt, die sichtbar sind. Was sich aber besonders verändert hat, sind die nicht so offensichtlich sichtbaren Sachen, dass Kinder ganz selbstverständlich eben über diese Art von Film sprechen. Und auch eigentlich ohne Scheu. Und die benutzen diese Kunst, die spielen damit, die verändern die auch teilweise und werden damit total kreativ. Da passiert eben relativ viel bei denen. Und das sieht man überall im Haus. Hoffentlich auch im Trailer.